So, das Wachs ist kaputt. Können wir die Kerze bewegen? Nimm Kästchen. Oh. Öffne Kästchen. Leider natürlich. Kleiner Schreibtisch. Schauen wir uns den mal an. Schubladen sind ja da, um geöffnet zu werden. Der Mahagoni-Schreibtisch ist alt, aber gut erhalten. Zu den Zeiten, als er gebaut wurde, vertrauten sich die Menschen noch. Die Schubladen haben keine Schlösser. Na gut, dann öffnen wir einfach die Schublade. Habe ich jetzt irgendwas verkehrt gelesen? Moment, nochmal. Die Schubladen haben keine Schlösser. Öffne. Schublade. Leider verschlossen. Okay. Aber wir haben ja einen Schlüssel bekommen. Benütze Schlüssel mit den Garten. Nee, das... Benutze Schlüssel mit der Schreibtischschublade. So, öffne Schreibtischschublade. Aha, nimm einen Schlüssel. So, der wird wahrscheinlich da reinpassen. So, benutze... Wo ist eigentlich die Madame Rose? Ist die nicht da oder... Hat die sich verzogen? Ist sie eine Mittäterin? Man weiß es nicht. Aber ich glaube, die ist harmlos, die Frau. So, öffne Kästchen. So, haben wir jetzt da irgendwas bekommen? Nee. Schau an Kästchen. Die Schachtel enthält einen Mietvertrag über ein Grundstück in Covent Garden, eine Geburtsurkunde auf den Namen Rosa Chambers, geboren 1858 in Bethnal Green, ferner 12 Pfund, die werden direkt mal eingesteckt, 2 vergilbte Fotografien, mehrere Quittungen und ein großes Blatt feinstes Pergament. Nimm die Sachen bitte. Achso, nur das Pergament. Ich wollte eigentlich die Pfundnoten, können wir die vielleicht auch irgendwie nehmen? Ja? Ja? Ne, geht leider nicht. Bill I2. Was? Hä? Ist eine Rechnung? Das kleine Stück Papier scheint ein Beleg über die Anmietung eines Gebäudes unten am Savile Street Pier zu sein. Ah, jetzt kommt das Finale. Angeheftet ist ein noch kleinerer Zettel. Darauf steht Rosa, ich erwarte, verwahre dies bitte an einen sicheren Ort. Robert Hans. Dieser kleine Drecksack. Jetzt reicht es mir aber. Los. Watson, Beeilung. Es geht um Leben und Tod. Ja, ich weiß, dass der Weg da lang führt, aber geh bitte da lang und schau ihn dir nicht nur an. Ach, das... Ja. So, jetzt geht's aber. So, wir müssen uns wirklich beeilen. Die gute Miss Ender Carraway, die schwebt in Lebensgefahr. Hier ist es. Da ist Savile Street Pier. Da hat dieser Drecksack Robert Hunt etwas angemietet und ich befürchte, ja, da wird die gute Miss Anna Carraway drin sein. Die sind auch noch vergittert, die Fenster. Meine Güte, Mann. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Das Fenster wurde von innen verbrettert und von außen aber natürlich auch. Ein Blick durch einen Riss im Holz ist jedoch möglich und enthüllt einen kleinen Raum, in dem eine Frau auf einem Stuhl sitzt. Ach du lieber Gott, das wäre nichts Besonderes, wenn er nicht das Seil, was, hä? Das mit ihm gefesselt ist, der Knebel in ihrem Mund und das Fässchen Schwarzpulver über ihren Kopf. Was ist das denn? Die Lunte des Fässchens endet ungemütlich nahe bei der brennenden Kerze, knapp oberhalb der Flamme. Eine dünne Schnur verbindet die Lunte mit dem Türknopf. Tritt jemand an den Knopf, wird die Lunte sofort in die Flamme gezogen. Das würde das Unvermeidliche aber nur vorwegnehmen, denn sobald die Kerze weit genug heruntergebrannt ist, entzündet sich die Lunte ohnehin. Ah, okay. Ja, dann würde ich sagen, öffnen wir einfach mal die Türe und... Okay. Wir haben aber noch irgendwo eine... Brechstange, genau. Benutze Brechstange oder Eisenstange mit der Tür. Und jetzt erlebt das Finale von The Lost Files of Sherlock Holmes.
Die Lunte brennt, Watson. Schnell, jetzt oder wir sind geliefert. Bringen Sie Miss Carraway raus. Ich kümmere mich um die Lunte und um die Bombe. Davon würde ich abraten, Watson. Überlassen Sie das der Polizei. Und das alles hier so lassen, damit es aus Versehen explodiert? Das kann ich nicht, Holmes. Vielleicht aber doch. Badum! Das muss ja schon Geräusche machen, oder was? Sie haben mein Leben gerettet. Es tut mir leid, dass Ihr Freund nicht... Oh, der Hut. Watson! Warum ist das eigentlich nicht synchronisiert? Mein Hut! Mein lieber Freund Watson, wenn ich mir nur die Zeit genommen hätte, die Situation genau abzuschätzen, hätten wir dies vermeiden können. Es tut mir zutiefst leid. Unfug, Holmes, es war meine Entscheidung, den Versuch zu wagen, die Bombe zu entschärfen. Sie können sich nicht selbst für meine Dummheit verantwortlich machen. Sehr großzügig von Ihnen, alter Freund. Was ist denn passiert? Wie dem größten Detektiv der Welt eigentlich klar sein müsste, habe ich es nicht geschafft, die Lunte rechtzeitig zu löschen. Das habe ich gemerkt, aber... Gerade als mir klar wurde, wie ernst die Situation ist, sah ich eine Falltür im Boden. Ich sprang hinein und rettete so mein Leben. Sehr erfreulich. Es hätte mich doch höchst unangenehm... Nein! Mich ebenso, das kann ich Ihnen versichern. Also, die sind beide glücklich. Guten Tag, Gentlemen. Sehr freundlich von Ihnen, hierher zu kommen. Bitte fassen Sie sich... was? Bitte lassen Sie mich leise sprechen, damit wir den Jungen nicht stören. Ach so. Warum soll man den Jungen denn nicht stören? Hallo? Na ja, gut. Ihre Laune scheint sich erheblich gebessert zu haben, seitdem wir uns das letzte Mal getroffen haben. Ihr Ruf als scharfer Beobachter ist nicht unverdient. Mr. Holmes, mein tief empfundenen Dank für Ihre Bemühungen um Miss Anna Carraway. Ich vermute, Dr. Smithens Brief hat all Ihre Erwartungen erfüllt. In der Tat, Mr. Holmes, wie Sie sehen, war ich durch ihn in der Lage, Mutter und Sohn wieder zusammenzuführen. Ich bin sehr glücklich, das zu hören. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Was ist aus Lady Bromwell geworden? Und würdest du mal bitte aufhören zu schreiben, wenn ich mit dir rede? Wir haben gestern Abend die Nachricht erhalten, dass die unglückliche Frau einem Gehirnschlag erlegen ist. Was? Hallo? Vielleicht war es das Beste so. Was haben Sie denn nun vor, Miss Carraway, wenn ich mal fragen darf? Oh, das ist aber hübsch. Selbstverständlich dürfen Sie fragen, Mr. Holmes. Sie und Dr. Watson haben mir schließlich das Leben gerettet. Ich werde weiter an der Oper singen. Juhu! Paul wird bei mir in der Bonhill Street wohnen und wir werden versuchen, sehr glücklich zu sein. Was Mr. Caruso betrifft, nun ja, wir werden sehen. Aha. Ich weise, sehr weise. Möchte ich bemerken, Sie wissen selbstverständlich, dass der Mörder Ihrer Schwester verurteilt wurde. Dank Ihnen und Dr. Watson, wie ich gehört habe. Naja, dennoch ist es ein schwacher Trost. Irgendwie fühle ich mich für Sarahs Tod verantwortlich. Unfug, Miss Carraway. Wenn Sie mir diese harte Worte verzeihen wollen, Blackwood hatte gar keine Ahnung, dass der Brief, den er suchte, in dem Anhänger steckte. Er hat einen Fehler begangen, der ihm das Leben kosten wird. Vielen Dank, Mr. Holmes. Watson, wir sollten jetzt, glaube ich, langsam aufbrechen. Einen kleinen Moment Ihrer Zeit noch bitte, Dr. Watson. Ich habe Ihre Berichte über Mr. Holmes frühere Fälle gelesen und ich vermute, dass Sie doch wohl auch über dieses Verbrechen Tagebuch geführt haben, nicht wahr? In der Tat, das habe ich natürlich. Es fällt mir nicht leicht, aber ja, ich möchte Sie bitten, auf eine Veröffentlichung zu verzichten oder sie zumindest so zu verschieben, mit Rücksicht auf den Jungen und seine Mutter. Ich werde darüber nachdenken, Mr. Farthington. Dann bleibt mir nur noch Ihnen einen guten Tag zu wünschen, Gentlemen. Ach, wieder zu Hause in der guten alten Baker Street.
Ja. Er spielt etwas auf der Geige. Das war ein sehr spannender Fall, sehr interessant. Nun, mein lieber Watson, kommen Sie in Ihrem Bericht über diesen Fall zu einem zufriedenstellenden Schluss? So zufriedenstellend, Holmes, wie er nur sein kann, wenn man bedenkt, dass drei Unschuldige ihr Leben lassen mussten. In der Tat höchst bedauerlich. Und dennoch haben wir einen gordischen Knoten entwirrt, der Scotland Yard hier zur Verzweiflung getrieben hat. Wir haben zwei bösartige Kriminelle gestellt und nicht zu vergessen, wir haben meine Mutter und ihren Sohn wieder zusammengebracht. Ich hätte gerne auch Lord Bramwell dort gesehen, wo er hingehört, aber er hat sich einer höheren Gerichtsbarkeit unterstellt. Mögen zu guter Letzt alle ihren gerechten Lohn finden. Amen, Holmes. Ich bin froh, dass es vorüber ist. Das war ein eigenartiger und beunruhigender Fall. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich merkte, dass all unsere Ermittlungen zusammenhingen. Der Mord an Sarah, Annas Entführung und die Ermordung von Moorhead und Frederick Gardner. Das alles war im Grunde ein und dasselbe Verbrechen. Ich vermute, Sie wussten bereits viel früher als ich, dass der Anhänger das verbindende Element war. Ich würde sagen, das ist eine zutreffende und bündige Zusammenfassung, verehrter Doktor. Einfach erstaunlich, Holmes. Und sollte ich 100 Jahre alt werden, ich glaube nicht, dass ich jemanden treffen würde, der Ihnen das Wasser reichen kann. Danke, Watson. Aber seien Sie da nicht zu sicher. Es gibt einen Meisterverbrecher, der glaubt mir jetzt schon mehr als nur gewachsen zu sein. Ohne Zweifel werden wir uns auch um ihn kümmern müssen, wenn die Zeit reif ist. Ist das Moriarty? Ja, vielen Dank fürs Zugucken. The Lost Files of Sherlock Holmes.